Hallo und willkommen zu einer weiteren Gerätevorstellung. Heute schauen wir uns mal die UHA Report 4000L an. Und einige werden jetzt sagen, ja Moment, das heißt doch nicht die UHA Report, sondern das UHA Report. Ja, das ist richtig. Laut UHA sagt man das UHA Report und nicht die UHA Report. Ich blende euch mal hier den offiziellen Prospekt von damals ein. Aber ich finde tatsächlich, dass sich der Artikel die UHA Report hier deutlich besser eignet. Und deshalb nenne ich sie jetzt so. Ja, dieses Gerät ist ein sehr schönes mobiles Gerät aus den 60er Jahren, das bis 1972 in meinem Fall mit der 4000L produziert wurde. Es gab eine ganze Reihe von UHA-Reports. Hervorzuheben sind hier die 4000 für Halbspur-Mono. Dazu gehört die hier, die halt diese L-Variante ist. Es gab aber auch zum Beispiel die 4200 für Halbspur-Stereo und die 4400 für Viertelspur-Stereo. Es gab diverse Spezialvarianten von dem Teil. Es gab zum Beispiel eine UHA Report C für die Bundeswehr in entsprechender Farbe. Die habe ich sogar mit hier. Die kann ich im Laufe des Videos mal einblenden. Aber wir schauen uns erstmal jetzt die 4000L an, weil das ist meine UHA Report, die soweit einwandfrei funktioniert. Und alles, was man hier an Ansagen und so weiter hört, ist komplett auf dieser UHA Report 4000L aufgenommen, der Ton fürs Video. Abseits der Musik, die da so im Hintergrund dudelt. Und das habe ich auch mit dem originalen UHA M517 Mikrofon aufgenommen, auf PER368 Band, wie das halt damals beim Rundfunk und so weiter üblich war für Interviews und ähnliches. Und das Ganze mit 19 cm die Sekunde, damit wir die bestmögliche Qualität bekommen. Ja, die Maschine hat vier Geschwindigkeiten, 2,4, 4,7, 9,5 und 19 cm die Sekunde, sodass man mit dieser kleinen Bandgröße sehr flexibel ist. Wenn man jetzt zum Beispiel nur einen langen Vortrag aufnehmen will, wo die Qualität überhaupt keine Rolle spielt, kann man mit 2,4 und 4,7 wunderbar lange Aufnahmen auf so kleine Spulen bringen. Wir haben jetzt schließlich nur 13 cm Spulen. Man kann aber auch mit 9,5 schon beachtlich gute Qualität aufnehmen mit dieser Maschine. Ich habe mir mehrere Mixtapes für unterwegs gemacht in 9,5 und das klingt fast wie 19 cm die Sekunde. Und 19 cm die Sekunde, da hat man dann natürlich, ja, man kann auch wirklich sagen CD-Qualität. Also das ist Wahnsinn. Das zeigen auch die technischen Daten. Da kommt man bei 4,7 cm die Sekunde schon bis 8 kHz hoch. Bei 9,5 cm die Sekunde bis 16 kHz, was bereits mehr ist, als so mancher Mensch hört. Und zum Beispiel auch mehr ist als UKW. UKW-Radio hat nur bis 15 kHz. Ja, und bei einer 19er Geschwindigkeit kommen wir bis 20 kHz hoch. Natürlich schon ordentlich. Ein Wort zu der Stromversorgung dieser Maschine. Hier hat man also sehr viel Flexibilität. Ab Werk gab es von UHA Bleiakkus, Nickel-Cadmium-Akkus und ein Netzteil. Man kann aber zusätzlich auch D-Zellen-Batterien einlegen. Bei der Maschine hier im Video sind jetzt tatsächlich D-Zellen-Batterien drin, aber man bekommt die Bleiakkus dafür immer noch neu zu kaufen und mit denen kriegt man dann auch wunderbare Akkulaufzeiten hin, wo man wirklich richtig, richtig lange Interviews aufnehmen kann und ähnliches. Schauen wir uns erstmal die Anschlüsse an der Seite an. Hier haben wir einmal Netzteilanschluss, der kann sowohl zur Benutzung des Gerätes genommen werden, gerade auch wenn man zum Beispiel D-Zellen-Batterien drin hat. Dann kann man extern sein Netzteil dran stecken, dass die also nicht leer gehen. Normale Batterien im Batteriefach werden noch nicht geladen. Das werden nur die Bleiakkus und Nickel-Cadmium-Akkus. Von daher kann man das gefahrlos machen. Man kann das Gerät aber, wenn man jetzt vom Netzteil arbeiten will, auch so machen, dass man einfach das Netzteil ins Akkufach reinlegt. Das geht also auch. Und wenn man einen Bleiakku oder Nickel-Cadmium-Akku drin hat, kann man direkt sein Netzteil extern anschließen, um den Akku dann in der Report zu laden. Das dauert zwar ein bisschen. Wir reden hier also von, ein bisschen sehr viel, also so 12 Stunden dauert das schon, bis so ein Bleiakku voll ist. Aber dann hat man danach auch ewige Laufzeit so ungefähr. Daneben haben wir unseren Speaker- und Earphone-Ausgang, den kann man sehr flexibel nutzen. Der ist also von Kopfhörerlautstärke bis zu, recht ordentlicher Lautstärke für kleinere Boxen. Super geeignet. Ich stecke da gerne immer einen Bluetooth-Adapter dran, um das Gerät im Auto zu benutzen.
Und daneben haben wir unsere Radiophono-Buchse. Und die kann wirklich beides. Vorne am Schalter ist umschaltbar, welche Pegel man reingibt. Und man kann also entweder mit Radiopegel reingehen, das sind dann 40 Millivolt oder so. Oder man geht in Phonopegel rein, dann hat man also tatsächlich die heute im Laienpegel üblichen, ja, 1,2 Volt Maximum oder ähnliches. Auf jeden Fall ein Bereich, der mit heutigen Quellen prima klarkommt, zum Beispiel PC, Handy, CD-Player, was auch immer man dran. Ja, an der Vorderseite haben wir einmal unseren Geschwindigkeitsumschalter, dann Anschluss fürs Mikrofon und dann noch so übliche Regler wie, ja, Lautstärke, mit der wiedergegeben werden soll, Lautstärke, mit der aufgenommen werden soll, etc. pp. Und man kann hier über diesen Schalter vorne die Beleuchtung anschalten für das VU-Meter und sie bei Bedarf durch Drücken des Schalters, ja, wieder ausschalten. Und das ist natürlich sehr wichtig, wenn man Strom sparen will, denn Akkulaufzeit ist ja nun mal knapp. Ja, und man kann über den Schalter daneben, wenn man den zieht, kann man sich auch den Akkustand anzeigen lassen, um zu sehen, wie viel man denn noch hat. Genau. Und jetzt schauen wir uns das Gerät mal von innen an. Ja, ein Blick ins Innere zeigt, dass dieses UH-Gerät deutlich, deutlich wartbarer ist als die großen UH-Geräte. Wer schon mal eine VarioCord oder gar eine UH Royal vor sich hatte, der weiß, dass die wirklich sehr, sehr, sehr speziell zu warten sind und dass das keine Freude macht und sehr, sehr, sehr fummelig ist. Die Report-Reihe war anders. Man merkt, dass die sich eher an professionelle Kunden richtete und nicht an den Consumer. Hier ist alles super wartbar. Hier kann man zum Beispiel einfach mal diese Platine rausklappen und hat dann wunderbaren Zugriff auf die Mechanik. Man sieht ja auch direkt die Riemen, die lassen sich wunderbar einfach ohne viel Aufwand tauschen, weil sie direkt zugänglich sind. Das ist wirklich ein sehr schön wartbares Gerät. Das hier ist die Mono-Variante. Die hat also noch eine sehr kleine Platine. Es gibt allerdings auch die Stereo-Varianten. Da blende ich jetzt gleich mal ein. Da ist die Platine dann doppelt so groß. Und das ist dann natürlich nicht mehr so schön, aber auch noch machbar zu warten. So, kommen wir mal zu diesen beiden Karten hier noch, bevor wir das Gerät von innen nicht mehr zeigen. Das hier ist die Motorsteuerungsplatine. Das hier ist die Verstärkerplatine für den Lautsprecher. Da sitzt also eine kleine Endstufe drauf. Bei dieser Variante hier, das ist noch ein normaler Report, ist das noch mit diskreten Komponenten gelöst. Ab der UH Report IC sitzt da, wie der Name schon sagt, ein IC, der übrigens gerne mal kaputt geht, den man aber zum Glück noch gut als Ersatz bekommen kann. So, jetzt mal ein paar Worte zu den verschiedenen Varianten der UH Report. Es gab also einmal die klassische Reihe 4000, 4200, 4400 ohne ein Suffix dahinter, wobei es von der 4000 auch noch nacheinander die S und die L gab. Und die erste Reihe hier, die hatte also dieses schöne silberne Design vorne. Und in späteren Versionen wie IC und Monitor wurde das Design radikal verändert. Also gerade bei den VU-Metern hat sich sehr viel verändert. Die haben sich bei der IC eher verschlechtert, weil sie nicht mehr richtig gelabelt waren. Aber dann bei der Monitor natürlich, das ist ein Traum, diese VU-Meter. Also besser geht es natürlich gar nicht. Ja, wobei das VU-Meter von dieser 4000L hier eigentlich echt angenehm ist. Man merkt nur, der Zeiger, der hat nicht mehr so die Kraft, die er mal hatte. Das ist alles ein bisschen verlangsamt. Muss man beim Pegeln beachten. Also wenn man hier bei der 0 ankommt, ist man in Wirklichkeit weit im roten Bereich. Das muss wahrscheinlich alles mal kalibriert werden. Ich hoffe auch mal, dass meine Sprache hier wunderbar auf dem Band landet und nicht verzerrt. Wollen wir mal gucken gleich. So, jetzt machen wir mal einen kleinen Soundcheck. We'll be right back.
Jetzt sprechen wir mal über die verschiedenen Mikrofone, die für das Gerät verfügbar waren. Ich spreche hier gerade in ein UHM-517, es gab aber auch noch einige andere, zum Beispiel das UHM-534 und sowas. Die blende ich euch mal ein. Das Besondere bei diesem UHM-517 hier ist jetzt folgendes. Dieses M517 hat einen Schalter an der Seite, womit man den Bandlauf anhalten kann. Das heißt, wenn man sich jetzt nochmal kurz Gedanken machen will, oder sagen wir mal, man ist unterwegs als Reporter, will Leute interviewen und will nicht jedes Mal an die Maschine gehen, nur wenn man kurz zur nächsten Person läuft, dann kann man in der Zeit, wo man zur nächsten Person läuft, einfach am Mikrofon die Taste festhalten und sobald man dann die Taste loslässt, läuft das Band weiter und somit verschwendet man kein Bandmaterial an den Stellen, wo man eh nicht aufnehmen will. Das ist auch sehr, sehr angenehm und ich nutze diese Funktion hier gerade auch sehr viel, um die einzelnen Audiosegmente dieses Videos ja auf mein Band zu bekommen. Ein weiteres schönes Zubehör für die UHA Report ist auch der Akustomat. Den habe ich leider nicht hier, aber man kann sich das so vorstellen. Dieses Gerät steckt man zwischen UHA Report und sein Signal und kann dann ja, die Aufnahme nur dann laufen lassen, wenn ein Signal ankommt. So, viele werden sich natürlich fragen, was hat das damals alles gekostet? Und ich habe hier mal die originale UHA Preisliste von 1968 aufgemacht und das Ganze durch einen Inflationsrechner geschickt, sodass man wirklich mal sieht, okay, was hat es damals gekostet und was wird das heute kosten? Wenn man mal schaut, die eigentliche UHA Report 4000L, die hatte 1968 einen Neupreis von 526 D-Mark und mit der ganzen Inflation und so weiter berücksichtigt, wären das heute 1074 Euro. Nur fürs Grundgerät. So, jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zu den verschiedenen Varianten, die es gab. Ich beschränke mich jetzt mal nur auf die häufigsten, weil es gab zig Varianten, deutlich mehr als mir bekannt sind wahrscheinlich. Es gab also erstmal in der ersten Generation die 4000 als S, als C, als L. Dann kamen die 4200, 4400 für Stereo, hatten wir ja besprochen, Halbspur und Viertelspur, jeweils Stereo. Ja, und dann gab es aber noch die ganzen Sondereditionen, zum Beispiel die UHA Report 4000C für die Bundeswehr, die eigentlich relativ normal ist. Aber dann gab es davon wiederum eine UHA Report C38, mit der die Bundeswehr mobil in 38 cm die Sekunde aufnehmen konnte. Warum hat sie das gemacht? Um Morsesprüche und ähnliches in voller Geschwindigkeit aufzunehmen und dann langsamer abzuspielen, um sie genauer zu analysieren. Und da will man natürlich noch weiter zurückgehen können, so weit zurückgehen können wie möglich. Und dann ist das natürlich interessant. Gerade wenn man auch schneiden will und sowas, hat das natürlich seinen Reiz. Ich sag mal, zum normalen Musikhören unterwegs ist das natürlich lächerlich, sowas zu machen. Denn dann hätte man ja nur 12 Minuten pro Spielrichtung auf dem Band. Und das wäre ja nicht wirklich praxisnah. Aber für solche Spezialanwendungen hatte das durchaus seinen Sinn. Ja, dann gab es die 4000 IC, 4200 IC und 4400 IC. Die hatten besagten Verstärker-IC drin. Außerdem hatten die so einen Bandfühlhebel für die Bandzugsregelung direkt integriert, was der normalen fehlt. Wobei das jetzt auch nicht so das Problem ist, der Bandzug ist auch so prima. Dann gab es aber, wie gesagt, noch die Monitor. Und die Monitor, die heißt deshalb Monitor, weil man während der Aufnahme monitoren kann. Man kann Hinterbandkontrolle machen. Man kann also darüber, dass das Band erst am Aufnahmekopf vorbeikommt und dann am Wiedergabekopf, kann man mit etwas Verzögerung live hören, ob die Aufnahme gut wird und dann schlimmere Aufnahmen verhindern. Und wie gesagt, man bekam noch die größeren VU-Meter dazu. Ja, und irgendwann ging das eigentliche UHA dann ja leider pleite. Aber es wurden weiterhin Reports gebaut. So zum Beispiel die UHA Report 4000 AV, welche es ermöglichte, das Bild mit Filmkameras zu synchronisieren. Und weiterhin kam dann später noch die UHA Report 6000 Universal heraus. Die hatte keine 19 cm die Sekunde mehr, dafür kamen aber 1,2 cm die Sekunde mit hinzu. Und ja, die war halt hauptsächlich für Sprachaufnahmen dann gedacht, wobei man natürlich auch damit bei 9,5 wirklich gute Ergebnisse bekam, denn diese geringen Geschwindigkeiten waren immer das, worauf UHA Reports optimiert waren und das hat man ja vorhin auch im Hörbeispiel schon bei der ganz alten hier gehört, die ja noch aus den 60ern stammt. Und jeder, der schon so manch anderes Gerät gehört hat, weiß, dass 9,5 wirklich eine Geschwindigkeit ist, wo es oft leider Probleme gibt mit den Höhen und Ähnlichem. Und das kriegen die Reports halt prima hin. Muss man den Teilen halt lassen.